Tja. Hi. Irgendwo in Deutschland auf einem Gehöft steht mein Reisemobil. Hoho. Und ich liege in meinem Hochbett. Da ist das Fenster nach draußen. Seitenfenster. Und ich weiß auch nicht recht. Ich habe gerade ein wunderschönes Radio gehört. Wunderschöne Musik. Ja. Ich dachte mir, ich habe so lange nichts mehr von mir hören lassen. Jetzt aber bin ich wieder da. Naja, oder so ähnlich. Was mache ich hier? Ich bin hier gerade an so einem Dachstuhl am Arbeiten. Na, jetzt liege ich natürlich im Bett. Hund schnarcht unten. Und ich versuche Staffel 2 nur, weiß ich nicht, runter zu tricksen. Yeah, Leute, was geht ab? Ich habe keine Ahnung. Ich muss nur versuchen, den Knopf zu drücken, bevor es 5 Minuten sind. Und dann wird es erst in meiner Stadtwohnung überspielt. Ich glaube, ich habe meinen Laptop nicht mit. Ah ja, ich bin völlig komplett auf einem dunklen Dachboden gesessen, gestanden. Gestern bin ich durch ein Brett eingebrochen. Oh nein. Ja. Ja, so ist es. Wenn man sich ein altes Haus kauft, das also nicht so in einem Zustand der gewohnheitsbedürftigen Vorlagen ist, das ist die Hülle von meiner Kamera. Kann man die lesen? Oder lieber nicht. Ich weiß auch nicht, ob das was bringt hier. Ich denke, ich bin, also bin ich. Weil ich denke? Nein. Ja. Bisschen Facebook durchgeblättert in den letzten Tagen. Handys sind immer so schnell alle. Und die Solarzellen hier oben auf dem Dach. Es dauert auch ein paar Stunden, wieder zu füllen. Tada. Dicker Regen. Ja, da muss ich morgen eine Wanne mauern auf dem Dachboden. Falls ich das nicht schaffe in den nächsten 3 Wochen. Dass das Wasser durchs Dach kommt. Da habe ich schon ein Loch gefunden in der Wand und da kommt ein Rohr rein und dann wird das Wasser ablaufen. Und gluck, weg ist es, läuft draußen in den Bach. Ist aber nicht so wichtig. Worum geht's jetzt? Es geht darum, dass ich nicht genau weiß, worum es geht. Es könnte sein, dass es um nichts geht, wie immer, oder es könnte auch sein, dass es um ganz viel, immens viel, oder doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Tja, nachdenken ist nur was für Menschen und nicht für Monster. Ja. Ho, 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 ho. Mann, 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 Mann. Seitdem der Bart weg ist, kann man ja richtig sehen, wie er spricht. Ich dachte, der hätte so ein Bauchredner und redet immer mit dem Bauch. Nein, er redet mit dem Mund. Ja, jetzt sind wir wieder schon mal. Oh, ich habe 3,5 Minuten um. Ich habe ihn das hingekriegt diesmal. Keine Ahnung. Ich finde aber diesen Ausknopf nicht. Ich weiß nicht, welche dieser Knöpfe der Ausknopf ist. Und wenn du auf YouTube kommst, kleines Filmchen, dann hat es mich gefreut. Und wir hören voneinander. Tschüss.